Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch in diesem Tutorial eine verbesserte Version der automatischen Weizenform vorstellen. In meinem letzten Video habe ich gezeigt, wie man mit dem Design von Generic B eine automatische Weizenform bilden kann. Das Ganze nennt man auch Breadmaker. Und darin habe ich euch diese ganzen einzelnen Programmteile erklärt. Das Video ist am Ende dieses Videos verlinkt, sodass ihr das auch angucken könnt. Und Xesumavolt, der jetzt hier an dieser Stelle verlinkt ist, hat dieses ganze Design deutlich schlanker gestaltet, auch weniger Redstone-lastig, und diese ganzen einzelnen Programmteile sind hier quasi kompakter und kleiner designt. Also man sieht hier einen deutlichen Größenunterschied. Und das Ganze funktioniert so, dass man hier in einen Raum geht, in dem es absolut dunkel ist. Und dann wechsle ich mal schnell auf den Survival-Modus. Hier haben wir ihn. Und ich setze hier einen Weizensamen hin. Dann bekomme ich Knochenmehl. Dann bekomme ich wieder das und hin und her und hin und her. Und so kann ich jede Menge Weizen produzieren. Diese Form funktioniert auch bestens auf einem Multiplayer-Server. Der einzige Unterschied ist, dass es ein bisschen langsamer ist, aber das ist ganz natürlich bei dem Ganzen, weil der Server ja immer in irgendeiner Weise lecken muss. Leider. Ihr habt bemerkt, im Vergleich zur anderen Maschine, bei der anderen Maschine wurde dieser Block immer runtergezogen. Hier resettet sich das angepflanzte Weizen und erntet sich selber ab, durch das, dass diese Redstone fängt. Diese Redstone-Lampe für einen Bruchteil einer Sekunde ausgeht, und das ist aber optisch nicht sichtbar, außer man hat die die Einstellungen dementsprechend hoch, sodass man vielleicht ein bisschen Veränderung in der Helligkeit sieht vom Spiel, aber diese Lampe wird dauerhaft brennen. Aber tatsächlich geht sie für einen kurzen Augenblick aus, und Weizen benötigt Licht, damit es auf einem Block sein kann. Somit erntet sich dieser Weizen ab. Und wie man das Ganze jetzt designt, das möchte ich euch jetzt zeigen, und dazu wechsle ich wieder in den Kreativmodus. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, das wird der Raum werden, wo wir stehen. Dieser Block hier soll den Schalter haben, dieser Block hier soll hochfahren. Das bedeutet, hier setze ich den Sticky Piston dran, und dann will ich wieder meinen blauen Wollblock. Hier kommt der Block hin, der hochfahren wird, hier kommt ein Leerblock hin, und hier kommt dann später der Dirtblock hin. Und ich benötige jetzt einen Schalter dafür. Und damit der Schalter auch den Piston drunter aktiviert, setze ich hier einen Redstone hin. Darüber setze ich einen Block hin, und hierauf kommt dann der Schalter. Und sobald ich den Schalter betätige, wird der Redstone unten aktiv und der Piston drückt sich hoch. Und dort, wo sich jetzt der Piston, der einen Wollblock hochdrückt, hier kommt dann der Dispenser hin. Beziehungsweise die beiden Dispenser. Die schauen mich beide an. Genau, und in den linken Dispenser, da kommt das ganze Knochenmehl rein, das können wir auch gleich mal reinsetzen. Haben wir hier. Und das mache ich noch das schnell zu Farmland, da kann ich auch die Hacke weglegen. Und hier kommen die ganzen Dinge rein, also hier Knochenmehl und auf der rechten Seite Weizen. Einen Weizen brauche ich später noch, damit ich die Maschine testen kann. Okay, hinter dem Ackerboden, da setze ich das Wasser hin, denn Weizen benötigt Licht und Wasser zum Leben, sage ich jetzt mal. Und wir benötigen dann hier drüber auch schon den Sticky Piston. Und der Sticky Piston wird dann später zum Butt Switch werden. Und hier machen wir den Block weg. Davor setzen wir einen Block hin, und dieser Block wird sich später über diese Redstone-Fackel schieben. Und sobald hier über diese Redstone-Fackel ein Block ist, aktiviert sich links und rechts jeweils das Signal. Das nutzen wir später aus. Und vom Piston weg bis zum Dispenser machen wir jetzt die Blöcke hin. Und dann können wir noch hier die ganze Reihe vollbauen, auf der linken Seite bis zum Dispenser. Und hier machen wir nur diese beiden Blöcke hin. Und wir setzen jetzt auch schon die Redstone-Lampe. Die kommt dann direkt über das Farmland. Und hier kommt dann so eine Art T hin. Genau, also hier drei Blöcke und eins drunter. Und dann haben wir schon mal das Grunddesign von den Blöcken her. Und wir können mit dem Redstone beginnen. Der Redstone geht hier raus, hier raus, hier raus, hier raus und geht hier rein. Und dadurch, dass wir hier oben noch die Decke reinmachen, hoppala, die Decke reinmachen, ist es so, dass wenn dieser Block befeuert wird, ist die Lampe an und auch der Dispenser wird hier befeuert.
Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen komplizierter. Da setzen wir hier den Redstone, das Redstone-Kabel hin. Hier setzen wir einen kleinen Repeater hin, also beziehungsweise einen Repeater auf kleinste Einstellung. Und hier drüber setzen wir eine Fackel. Und durch diese Fackel haben wir ein elektrisches Signal in diesen Kreislauf. Und das Signal geht auch dann weiter zur Lampe und auch zum Dispenser. Und jetzt ist auch schon der Butt-Switch fertig, denn dadurch, dass wir hier diesen Block befeuert haben, ist jetzt dieser Piston aktiv, dass es wie ein Butt-Switch funktioniert. Und jetzt können wir eigentlich nur noch das Ganze abschließen, dass wir hier die Wände hochziehen. Und dann funktioniert diese ganze Maschine auch schon. Ihr könnt das natürlich jetzt noch gestalten, wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr hier die Tür automatisch schließen lassen. Das bedeutet hier hinten eine Redstone-Fackel oben dran, dahinter ein Schalter. Dann noch zwei Sticky Pistons, die hier zuschieben. Und sobald ich den Schalter ausmache, ist die Fackel dahinter aus und auch die Pistons aus. Und hier davor kann man dann die Blöcke machen. Somit haben wir hier drin absolute Dunkelheit. Ihr könnt es natürlich auch an diesen Schalter koppeln, sodass ihr sagt, immer wenn dieser Schalter aktiv ist und ich nicht vorlaufen kann, ist auch diese Tür hier hinten zu. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich wechsle jetzt wieder in den Survival-Modus. Dann nehme ich die Blöcke mal weg, die ich nicht brauche. Genau, und wenn ich jetzt hier diesen Weizen pflanze, bekomme ich ein Knochenmehl in die Hand gedrückt. Und das Ganze funktioniert. Genau, und das wäre es auch schon soweit gewesen. Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, ihr kommt damit gut klar. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare rein. Und schaut bei Exezuma World vorbei für das gute Design. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.